Die nächste Rednerin kommt von der FPÖ, Edith Mühlberg-Huber. Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren, Hohes Haus. Die aktuellen Zahlen sind ernüchternd. In Österreich sind mehr als 400.000 Kinder und Jugendliche armutsgefährdet oder laufen Gefahr, aus wirtschaftlichen Gründen sozial ausgegrenzt zu werden. 107.000 Kinder gelten als erheblich arm. Ihre Familien haben oft kein Geld für unvorhergesehene Ausgaben oder können nicht ausreichend heizen. Von Schulwochen oder Urlaub ist überhaupt keine Rede. Und als besonders gefährdet gelten dabei vor allem Kinder aus einem Elternhaushalten und kinderreichen Familien. Frau Bundesminister, die zuletzt beschlossene Reform des Kinderbetreuungsgeldes bietet zwar mehr Flexibilität, in Summe wird dagegen weniger Geld an die Familien ausbezahlt. Auch die Höchstbezugsdauer ist geringer. Weiterhin nicht auf der Tagesordnung steht die längst fällige automatische Valorisierung der Familienbeihilfe an die Inflationsrate. Frau Bundesminister, Sie betonten im Ausschuss und auch vorhin, dass noch nie so viele öffentliche Mittel an die österreichischen Familien investiert wurden, aber auch gleichzeitig fließen auch jährlich hunderte Millionen an ausländische Familien. Dazu hat meine Kollegin Anneliese Kitzmüller schon berichtet dazu. Auch die NEOS und Grünen haben dazu eine Wortmeldung abgegeben. Und wir Freiheitlichen fordern schon seit Jahren die Anpassung der Transferleistungen an das Preisniveau des Herkunftsstaates. Die ÖVP redet zwar immer davon und gibt uns Freiheitlichen zu diesem Thema auch immer wieder recht, aber unsere Anträge haben noch keine Zustimmung gefunden. Und Frau Bundesminister, Sie sagten vorhin, Sie werden das Thema weiterverfolgen und daran fest arbeiten. Und es ist wirklich jetzt höchst an der Zeit, dass von der ÖVP, dass man endlich einmal zum Tun kommt. Denn bei Rekordarbeitslosigkeit, sinkende Reallöhne, steigende Lebenshaltungskosten, die Familienleistungen, die ins Ausland fließen, müssen endlich beschränkt werden. Das bringt mehr als 100 Millionen Euro Ersparnis, Geld, das wir unseren österreichischen Familien zur Verfügung stellen müssen. Danke. Edith Mühlberg-Huber von der FPÖ fordert die automatische Valorisierung der Familienbeihilfe. Nächste